ich war, glaube ich, schon überall in Frankfurt mit meinem Fahrrad unterwegs. Nur leider ist das immer noch nicht allen Menschen möglich, sich sicher und gut mit dem Fahrrad durch die Straßen zu bewegen. Und deshalb ist auch Heiko Nickel aktiv. Er hat den Radentscheid Frankfurt mitgegründet und setzt sich ein für eine fahrradfreundliche Stadt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich finde es ganz toll, dass ich heute hier auch sprechen kann als Radentscheid Frankfurt. Vor fast 2 Jahren haben wir im Drosselbad und in der Denkbar im Nordend entschieden, wollen wir hier einen Radentscheid machen oder nicht, nach Berliner Vorbild. Und dann waren wir uns nach einigen Diskussionen und Getränken auch einig, ja, das sollten wir durchziehen. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang haben wir dann Forderungen erarbeitet. Und richtig los ging es dann am 4.4. letzten Jahres mit einem Corso, mit einem goldenen Fahrrad, wo wir unsere 7 Forderungen für sichere Radwege an den Römer gefahren haben und dort angekettet haben. Und wir haben gesagt, wir ketten dieses goldene Fahrrad an den Römer so lange, bis alle unsere Forderungen nach sicheren Radwegen erfüllt werden. Im Mai hatten wir dann ein Gespräch mit der Stadt und da hatten wir gerade so angefangen, Unterschriften zu sammeln. Da waren wir 8 Leute und waren beim Verkehrsdezernenten und wir waren voller Enthusiasmus, dass wir jetzt über Radverkehr sprechen und was in Frankfurt alles gemacht werden muss, weil die Liste war ziemlich lang. Und da haben wir einen 2-stündigen Vortrag bekommen von der Stadt, das wäre rechtlich eh nicht zu unzulässig, das wären völlig übertriebene Forderungen und außerdem, wenn wir hier irgendwas bauen, wo auch nur ein Autoparkplatz weggeht, dann würde das Verkehrsdezernat 100 Briefe bekommen von wütenden Autofahrern. Außerdem sollten wir erstmal die 15.000 Unterschriften sammeln. Das würden wir eh nicht schaffen. Und wir haben einen guten Rat gekriegt, dass wir es bleiben lassen wollen. Wir haben es natürlich nicht bleiben lassen. Und wir hatten den Hitzesommer. Alle haben gesehen, die Klimakrise ist real. Wir hatten 7 tote Radfahrer letztes Jahr und die ganze Stadt hat angefangen, wie verrückt Unterschriften zu sammeln. Es war ein Riesenzulauf, den wir hatten und nach nur 3 Monaten hatten wir 40.000 Unterschriften. Das war das Doppelte von dem, was wir eigentlich sammeln mussten. In diesem Jahr haben wir dann verhandelt. Und wir haben vor 2 Wochen tatsächlich erreicht, dass die Stadtverordnetenversammlung ein Paket beschlossen hat, wo alle unsere Forderungen zu 100% drin sind. 75 Kilometer Radinfrastruktur in den nächsten 3 Jahren. Es war ein hartes Stück Arbeit und das haben wir geschafft eben mit euch. Wir alle zusammen haben das geleistet, sodass wir also vor 2 Wochen mit einer Riesenfeier das goldene Fahrrad vom Römer wieder abgekettet haben. Und wir sind, die Gesche ist mit dem Rad über einen roten Teppich aus dem Römer rausgefahren, weil wir uns durchgesetzt haben. Also man sieht, die Verkehrswende ist nicht mehr aufzuhalten. Die kommt und zwar, weil wir einfach viele sind. Und es war vorgestern, dass das Radfahrbüro, was echt eine super Arbeit hier macht in Frankfurt, uns die Planungen vorgestellt hat. Das war vorgestern. Und zwar, dass in der Hanauer Landstraße zwischen EZB und Ratswegkreisel wird ein 2,30 Meter Radweg gebaut auf der rechten Seite unter Wegfall von allen Parkplätzen. Die werden komplett abrasiert. Es wird ein breiter Radweg gebaut. Und in der schönen Aussicht, das ist die Verlängerung vom Mainkai, der ja jetzt autofrei ist, da wird ein Radweg gebaut unter Wegfall einer Autospur. Es passiert also jetzt genau das, was angeblich immer völlig unmöglich ist, dass nämlich Radwege immer nur dort gebaut werden können, wo Platz ist.
Nee, diesen Paradigmenwechsel, den habt ihr zusammen mit uns, mit dem Radentscheid geschafft. Man kann Radwege bauen, auch wenn dabei Parkplätze draufgehen und auch wenn da Fahrspurenraum draufgehen. Und genau diesen Paradigmenwechsel, mit dem muss es so weitergehen. Denn es ist völlig klar, dass wir hier keine Städte haben, dass wir keine Städte wollen für dicke Autos, sondern wir wollen Städte für gesunde Menschen. Und deswegen Verkehrswende jetzt. Vielen Dank, Heiko Mickel, großen Applaus nochmal.